respira por dentro. Respira por wo Bregenz auch gut am Drücker war, mir dann immer die Tore gemacht im Gegenzug und ja, ich glaube, das war das Ausschlaggebende halt. Für euch ist da eigentlich der erste Platz so gut wie fix. Wie bereitet ihr euch auf die kommenden Spiele vor? Ja, wir nehmen die zwei Spiele schon auf Vorbereitung für die Pre-Playoffs damit und ja, wir schauen von Spiel zu Spiel und dann schauen, was rauskommt, aber es ist gut. Wir haben uns das Ziel gesetzt, ersten Platz in der Zwischenrunde zu haben und jetzt haben wir das umgesetzt und ja, ich glaube, es ist gut für die Moral, gut fürs Team und ja, wir schauen führe zu den Pre-Playoffs. Wir wünschen jedenfalls viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, ebenfalls. Danke. Ciao, ciao. Bei mir jetzt die Nummer 15 des EC Bregenzer Wald, Fabian Ramftl. Spiel heute natürlich nicht ganz nach eurem Geschmack verlaufen. Aber war es absehbar mit so wenig Feldspielern gegen so einen starken Gegner? Jein. Also ich glaube, wir sind gut reingestartet. Aber wir haben dann mit der Zeit viele dumme Strafen genommen. Hat viel Energie gekostet. Und ich glaube, das Ergebnis spricht Bände. Das Spiel wird eigentlich somit abgehakt. Es geht nächsten Donnerstag weiter. Was habt ihr euch für die letzten beiden Spiele vorgenommen? Wir hoffen jetzt einmal, dass ein bisschen mehr Spieler zurückkommen. Dass wir wieder mit einem vollen Line-Up reinstarten können. Und ja, gewinnen. Brauchen wichtige Punkte. Wir wünschen viel Erfolg. Vielen Dank fürs Interview. Danke.